Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an. Alle 9 Spiele in der Zusammenfassung. Hier seht ihr einmal die Spiele nochmal kurz und kompakt im Überblick und die Tabelle, die aktuell so steht. Jetzt geht's los mit Hoffenheim gegen Stuttgart. Viel Spaß und danke fürs Reinschalten. Mittlerweile ist es für den VfB Stuttgart eine ziemlich missliche Lage. Da war es doch umso bitterer, kurz vor dem Ende noch das 1:1 zu kassieren gegen den VfL Bochum in allerletzter Sekunde. Zu Gast bei der TSG Hoffenheim am Freitagabend wurde es auch nicht unbedingt eine einfachere Aufgabe. Das sah man hier auch in der Anfangsphase. 9. Spielminute, erste Großchance. Jorginho Rüter, der aus Spitzenwinkel an Florian Müller scheitert. Die Sinsheimer haben sich gefangen, ein Spiel beim VfL Wolfsburg gedreht und jetzt sollte der nächste Sieg folgen. Anton bringt den Ball erstmal aus der Gefahrenzone, aber auch nicht in Gänze, sodass über Rüter und Bebu die Führung herausgeschossen werden kann. 32. Minute, sehr dominanter Auftritt der Gastgeber bis dahin. Vom VfB Stuttgart kam nach vorne viel zu wenig. Jetzt mal Chris Führich, der antreibt. Mamouche, Führich, One-Touch-Fußball. Auch das ist der VfB. 39. Spielminute, super gespielt. Dafür möchte das Team aus dem Schwabenland auch stehen für Fußball. Aber auf Kosten der Defensive und das sah man auch im weiteren Spielverlauf. Jorginho, Rüter, Mavropanos erst dazwischen, aber Raum, Samaseku, Bebu, sie sorgen für die erneute Führung für Hoffenheim. 2:1 kurz vor der Pause, viel ungünstiger kann so ein Gegentreffer gar nicht fallen. Der VfB Stuttgart machte es nach vorne eben mal wieder sehr ordentlich, aber hinten waren sie zu anfällig. Durchgang 2. Der VfB Stuttgart mit Endo und Sosa. Super Tor. Toller Pass von Endo. Sosa läuft ein, genau im richtigen Moment. Kein Abseits. Den versenkt er wunderbar im langen Eck. Aber richtig verschnaufen konnte man hier am Freitagabend nicht. Geiger sieht Ilas Bebu und der hatte heute richtig Interesse am Tore schießen. Das 3:2. Stuttgart zum dritten Mal im Rückstand. Doch auch hier gaben sie sich wieder nicht geschlagen. Endo, Mangala, Kalajdzic, Baumann klärt zur Ecke. Und auch die wurde gefährlich. Sosa, Kaderabek genau vor die Füße von Konstantinos Mavropanos. Der erzielt das 3:3, 4 Minuten vor dem Ende. Der Unglücksrabe verursachte den Elfmeter gegen Bochum. Hier macht er den Ausgleich. Aber es war immer noch nicht Schluss. Kramaric, Samaseku, David Raum. Das ist gefährlich, wenn er den Ball hat und ihn vorlegen kann. 4:3. Lucky Punch in der allerletzten Minute der Nachspielzeit. Raum wird nicht gehindert. Rüter schließt ab und bringt die 3 Punkte ein für die TSG Hoffenheim. Unglaublich bitter mal wieder für den VfB Stuttgart. Aber 3 Tore von Bebu und 1 von Rüter sorgen für einen Heimsieg. Bayern 04 Leverkusen verlor mit 3:2 beim 1. FSV Mainz 05. Aber sie stehen trotzdem nach wie vor sehr gut da, Tabellenplatz 3 aktuell noch gefestigt. Nun zu Gast Arminia Bielefeld. Leverkusen hatte sich hier einiges vorgenommen und brachte die Defensive der Bielefelder direkt mal in Aufruhr und versetzte ihnen den ersten Nackenschlag durch Florian Wirtz, der da am zweiten Pfosten alleine gelassen wird. Diaby wäre sonst auch noch da gewesen, tolle Direktabnahme, 1:0. Für die Gastgeber. Aber Arminia Bielefeld in dieser Saison
nochmal zusätzlich gefährlich im Tore schießen. Und er hier, mittlerweile hat er Amos Pieper in der Innenverteidigung verdrängt. Guilherme Ramos zum 1:1 Ausgleich. Radetzky steht etwas zu weit vor seinem Kasten. Sieht ein bisschen unglücklich aus in der Szene. Zwei frühe Tore also. Leverkusen wollte damit weitermachen. Sie mussten ja auf Patrick Schick verzichten, dafür Alario mit dabei und der hätte sich hier auch direkt mal fast mit dem nächsten Treffer eingefügt. Gegen Mainz gelang ihm ja ein Tor. Knapp über eine Viertelstunde gespielt, Leverkusen wieder sehr gefährlich. Nach vorne läuft es einfach äußerst flüssig. Andrich Alario 2:1 nach 18 Spielminuten. Es war turbulent, es war unterhaltsam. Offenes Visier auf beiden Seiten und Arminia Bielefeld hier keinesfalls unterlegen. Serra an die Latte. Radetzky bekommt den Ball einfach nicht gefasst, faustet ihn zweimal hoch. Bisschen ist die Latte auch noch mit dabei. Szene noch immer heiß. Kunze, Fabian Kunze 2:2. Was war hier los? 41. Spielminute. Unglaublich. Aber noch vor der Pause das vierte Tor in dieser Partie und das nicht unverdiente 2:2 zum Pausenpfiff. Der zweite Durchgang brauchte ein wenig Anlaufzeit, aber wurde auch dann wieder spektakulär. Vasil Jadesusera, der trifft nur den Außenpfosten. Das hätte die Führung für Arminia Bielefeld sein können. Gute Übersicht von Vasil Jadesusera, hat ziemlich viel Platz, wird dann zuletzt doch noch etwas unter Druck gesetzt und schießt den Ball eben ans Gebälk. Viertelstunde noch auf der Uhr. Leverkusen kam nochmal mit Diaby und Kerem Demirbay. Kerem Demirbay im Nachfassen, dann doch das Tor. Kommt erst nicht durch, Ortega geschlagen, der Kopfball zu platziert gesetzt und trotzdem Ortega ist nochmal dran, kann es aber nicht mehr verhindern. Konnte Bielefeld noch einmal zurückschlagen. Schöpf, Serra zu Wimmer, der macht das 3:3, aber die Fahne, sie ging hoch, das relativ schnell und aus Bielefelder Sicht auch leider zurecht. Ein starker Auftritt der Gäste, der hätte eigentlich einen Punkt verdient gehabt, aber sie wurden geschlagen. Am Ende unterliegen sie Leverkusen in einer aber sehr unterhaltsamen Fußballpartie mit 2:3. Momentan herrscht ein bisschen Katerstimmung beim 1. FC Union Berlin. Mainz hingegen ist nach dem 3:2 gegen Leverkusen durchaus zufrieden. Momentan Mainz sogar einen Platz vor den Eisernen. Die Gäste in Schwarz hier mit der besseren Anfangsphase. Dominik Kohr wird da nicht angegriffen und zieht aus 16, 17 Metern einfach mal ab und es wird gefährlich. Knapp geht der Ball am Tor vorbei. Lute hätte sich wohl vergeblich gestreckt. Sehr dominante Gäste. Auswärts Mainz eigentlich nicht so stark, aber sie brachten Union hier richtig unter Druck. Jae-Sung Lee nach 12 Minuten mit der nächsten guten Chance. Union, das ja auch das letzte Heimspiel schon verloren hatte mit 0:3 gegen Borussia Dortmund. Die alte Försterei scheint momentan ein wenig ins Wanken zu geraten. Aber nach vorne ging es meistens dann nur über Umschaltsituationen. Trotzdem Mainz schon wieder ganz ordentlich organisiert, sodass nur eine Halbchance herauskam. Sven Michels Schuss abgefälscht von Stefan Bell, der die Fußspitze reinhält. Zentner im Tor der Mainzer bis dahin noch ziemlich beschäftigungslos. Es ging ohne einen Treffer erstmal in die Pause. Leichter Vorteil mittlerweile nur noch für die Gäste, trotzdem Mainz schon die bessere Mannschaft. Und Burkhardt mit dem Ausrufezeichen um ein Haar in der 49. Minute mit dem 0:1. Da wird gar nicht lange rumgefackelt. Toller Schuss, tolle Parade, Ergebnis, Eckball. Aus dem entstand allerdings nichts.
trotzdem immer wieder gefährliche Umschaltsituationen, auch von Mainz. Und wieder Burkhardt. Da wurde Union um ein Haar mit den eigenen Waffen geschlagen. Burkhardt nimmt den hier mit dem Kopf mit. Das ist schon die höhere Kunst. Lute taucht aber rechtzeitig ab und kriegt den auch noch rausgekratzt. Allgemein zu wenig im zweiten Durchgang zu sehen von Union. Nach vorne nochmal eine Standardsituation. Meistens war es dann Sven Michel, der gefährlich auffiel in der 88. Minute hier nochmal. Aber das ist nicht wirklich brenzlig für Robin Zentner. Das Spiel endet mit 0:0. Für Union Berlin ist das wohl in Ordnung. Mainz hätte auch mehr mitnehmen können. Adi Hütter hat zwar gesagt, dass lange Zeit beim 6:0 in Dortmund seine Mannschaft kein schlechtes Spiel machte. Das ist auch richtig, aber in welcher Art und Weise die Fohlen dann auseinandergefallen sind, ist trotzdem bedenklich. Nun Wolfsburg zu Gast, die Wölfe zuletzt auch wieder verloren. Hatten gegen Hoffenheim zwar geführt, aber brachten es nicht über die Ziellinie. Also beide Mannschaften hier durchaus unter Druck. Die erste Chance durch Alassane Player von Kuhn Castells noch gehalten. Es war eben als Duell zweier Mannschaften, die mit dieser Saison alles andere als zufrieden sein können. Der anschließende Eckstoß, Ginter kommt zum Kopfball. Nicht ungefährlich, Platz 13 Gladbach gegen Platz 12 Wolfsburg. Die Fohlen machten aber hier erstmal den deutlich besseren Eindruck. Der VfL hatte lange Zeit wenig nach vorne zu melden. Es dauerte eine knappe halbe Stunde, dann ist es mal Jonas Wind, der Sommer zu einer Glanzparade zwingt. Wind, der am letzten Wochenende treffen konnte. Beim 1:2 gegen Hoffenheim. Traumhaft machte er das da. Sehr auffällig, hat sich schon schnell eingelebt. Zusammen mit Kruse bildet er da in der Offensive durchaus ein gefährliches Duo. Aber Gladbach war besser unter dem Strich im ersten Durchgang. Und vor der Pause kamen sie auch nochmal. Player zurückgelegt zu Embolo. Manu Kone sieht Stefan Leiner und der zieht traumhaft ab zum 1:0 in der 42. Minute. Kone wird nicht angegriffen, Leiner entwischt Jérôme Roussillon. Folgerichtig geht es mit dieser knappen Führung in die Katakomben für beide Mannschaften. Für den VfL Wolfsburg ist es auch noch lange nicht gegessen. 27 Punkte, das ist eben zu wenig, um am Ende in der Klasse zu bleiben. Einige Punkte sollten noch dazukommen und wenn man jetzt wieder in den Negativstrudel kommt, dann könnte das nochmal richtig bitter werden. Aber sie zeigen auf jeden Fall hier, dass sie auch Ambitionen hatten. Jonas Wind mit der nächsten Chance. Und der VfL Wolfsburg, er wurde stärker. Brooks kommt gegen Sommer nicht durch. Wind auch nicht. Wind zum zweiten, dann aber doch. Der Ausgleich in der 65. Minute, also hier ging es Schlag auf Schlag, das waren 3-4 Großchancen in allerkürzester Zeit und einen davon ging dann auch rein. Schlussphase, wer hatte den längeren Atem, es sah ein wenig nach den Gästen aus. Astaf Rangs in der 83. Minute nochmal mit der Riesenmöglichkeit. Ist aus der Distanz natürlich keine hundertprozentige Torchance, aber der hätte gut gepasst, Sommer holt den noch raus und rettet Gladbach das 1:1, das über 90 Minuten hinweg gesehen auch vollkommen in Ordnung ist. Aber mit einem Punkt kommen beide nicht so recht von der Stelle. Der SC Freiburg hat sich mittlerweile wieder stabilisiert nach einem kurzen Negativlauf. Mit dem 2:1 in Augsburg meldeten sie sich zurück im Kampf um die Europa League. Fragezeichen, Ausrufezeichen. So war es auch der Gastgeber, der hier mit der breiten Brust ins Spiel gehen konnte. Die Hertha nach der 1:6 Klatsche gegen Leipzig erstmal auf defensive Stabilität bedacht. Sah bis dahin ganz in Ordnung aus. Nach vorne kamen sie dann kurz vor der halben Stundenmarke mal mit Stefan Jovetic. Toussaint Belfodil legt den Ball in die Mitte, da ist wieder Jovetic, der etwas überraschend in der 28. Minute das 1:0 für die Gäste erzielte.
War wirklich nicht abzusehen bis dahin, aber Freiburg hatte hier doch mittlerweile so seine Schwierigkeiten. Belfodil wieder, Toussaint, Belfodil und Richter zum 0:2. 5 Minuten vor dem Seitenwechsel. Eine fantastische Flanke von Ishak Belfodil. Für Flecken ist da nicht zu halten. Günther allerdings im Zweikampf mit Richter sieht er alles andere als gut aus. Freiburg begann ja gut im ersten Abschnitt, aber ließ dann nach. Jetzt auch im zweiten Durchgang hatten sie eigentlich die bessere Anfangsphase. Über Grifo, Gechter, was macht Pekarik denn da? Serviert für Roland Salay. Und bringt ihn zum Anschlusstreffer ins Tor. Aber Freiburg erstaunlich fehleranfällig, so kannte man sie eigentlich nicht. Die Hertha hatte doch so ihre Möglichkeiten. Nach 59 Minuten war es dann aber mal Marc Flecken, der sich hier beweisen kann. Kriegt den Fuß noch raus mit dem Schienbein, wehrt er den ab. Aber Freiburg machte kein gutes Heimspiel. Bis zur Schlussphase lagen sie zurück. Die Hertha kam dann nochmal über Pekarik und Stefan Jovetic. Und zu allem Überfluss noch abgefälscht. Dieser Ball 3:1 in der 87. Minute. Das war logischerweise die Entscheidung, dass 3:1 auch in der Höhe durchaus in Ordnung. Freiburg macht ein schlechtes Spiel. Die Hertha doch erstaunlich einen guten Eindruck und so holen sie sich wichtige 3 Punkte. Die Spielvereinigung Greuther Fürth gegen den 1. FC Köln. Fürth führte sogar gegen den FC Bayern München. Am Ende wurden sie aber doch deutlich mit 4:1 geschlagen. Zeigt aber nur wieder, wie vorsichtig man sein muss, wenn man gegen die Kleeblätter den abgeschlagenen letzten Tabellenplatz spielt. Schwebe zurück im Tor beim 1. FC Köln, kann sich hier gleich mal wieder auszeichnen. Köln hatte so seine liebe Mühe, fand dann aber auch rein. Und es war natürlich Anthony Modest, der das erste Tor des Tages erzielen sollte. Nach 29 Minuten klingelte es im Kasten der Kleeblätter. Es nahm so seinen Lauf. Modest, der ja durch seine Einwechslung das Spiel gegen Frankfurt entschied, war auch in der nächsten Szene wieder im Mittelpunkt. 42. Minute, fast das 0:2 und er ärgerte sich. Hat er doch recht viel Platz und normalerweise macht er diese Dinge auch, aber er sollte sich nicht grämen. Ein Treffer hatte er bislang schon erzielt. Greuther Fürth hatte eigentlich zu Beginn doch so seine Chancen, aber der 1. FC Köln, er wurde stärker. Steffen Baumgart an der Seitenlinie brachte seine Mannen ins Spiel durch seine verbale Auffälligkeit. Köln war hellwach und so gingen sie auch in den zweiten Durchgang mit dem offenen Visier. 67. Minute, Modest gegen Linde. Auch das wäre ein sehenswertes Tor geworden. Nun die beste Phase vom 1. FC Köln. One-Touch-Fußball à la Bonheur. Und Modest wird gestoppt von Sebastian Griesbeck im Strafraum. Schauen wir uns in der Wiederholung nochmal an. Es gab 11 Meter, unglücklich. Bisschen unbeholfen, was Griesbeck da macht, aber vertretbare Entscheidung. Die Chance für Marc Uth, das Ganze zu entscheiden gegen Linde. Der Fürther Keeper entscheidet sich zu früh. Uth setzt ihn dann einfach rein und macht den Deckel drauf mit diesem 2:0. Was auch gleichzeitig den Endstand bedeutete. Fürth musste sich am Ende hier klar und deutlich geschlagen geben. Wenn Borussia Mönchengladbach für die Bayern der Angstgegner Nummer 1 ist, dann gehört Frankfurt vielleicht zumindest in die Top 3. Denn die letzten beiden Spiele, sie gingen an die Adler und so mit breiter Brust starteten sie auch in dieses Topspiel am Samstagabend. Daichi Kamada, Kostic, Rode, Kamada,
1:0 in der 7. Minute. Es ging schlecht los für den FC Bayern München. Sie lagen gegen Fürth zurück. Sie lagen gegen Salzburg zurück. Sie lagen gegen Bochum zurück. Und jetzt lagen sie auch gegen Frankfurt zurück. Wie lange brauchten sie, um sich davon zu erholen? Die klare Antwort hier: natürlich nicht so lange. Frankfurt ist ja auch nicht gerade auf der Höhe ihrer Schaffenskraft. Aber hier rissen sie sich zusammen. Trotzdem, der FC Bayern ist niemals ganz zu verhindern. Hier ist es in der 13. Minute Robert Lewandowski, der aber an Kevin Trapp scheitert. Der Druck wurde höher. Leroy Sané, Kingsley Coman zu Robert Lewandowski. Schon im Hinspiel verzweifelten die Münchner an Kevin Trapp, der da vielleicht das Spiel seines Lebens macht. Und auch das ist eine tolle, tolle Tat des Frankfurter Schlussmanns. 10 Minuten vor dem Seitenwechsel nochmal Frankfurt. Kamada Ndicka, gefährlich von Pavard abgefälscht. Mit dem Oberschenkel, da war keine Hand dabei. Muss man sich keine Sorgen machen. Ulreich im Kasten. Aber bis dahin relativ beschäftigungslos. Der Treffer, ja, er fiel. Da konnte er nicht mehr was gegen ausrichten. Und im zweiten Durchgang war es zäh. Es war langweilig und das sprach absolut für die Eintracht. Und es wurde noch schlimmer für den FCB in der 76. Minute. Bis dahin nichts los. Zwischen den Strafräumen lief sich das ganze Spiel ab. Und Kostic machte das 2:0 eine Viertelstunde vor dem Ende. Die Bayern konnten nur noch kleine Möglichkeiten herausspielen. Keine Großchance mehr. Es blieb beim 2:0. Zum dritten Mal in Serie kann die Eintracht den FC Bayern München schlagen. Der VfL Bochum holte sich in der Schlussminute noch einen wichtigen Punkt gegen Klassenerhaltskonkurrenten VfB Stuttgart, auch wenn mittlerweile der VfL Bochum doch sehr weit von diesen Positionen entfernt ist. Aber vor allem zu Hause haben sie einfach ihre Stärken und da möchten sie noch einige weitere Punkte sammeln, auch gegen den nächsten Favoriten, gegen RB Leipzig, wo sie doch schon hier zu Hause Bayern schlagen konnten. Warum dann nicht auch die Roten Bullen? Die erste und einzig große Möglichkeit im ersten Abschnitt gehörte tatsächlich auch dem Gastgeber. RB Leipzig fand hier überhaupt nicht rein. Sie sind ja auch noch in der Europa League Qualifikation, in den Playoffs gefragt gewesen unter der Woche. Man merkte, dass da nicht alles glatt lief. Und der VfL Bochum, er war ausgeruht, er war frisch. Leipzig lief zu oft hinterher. Auch gegen die Hertha konnte Leipzig erst so richtig anrollen, als sie in Überzahl waren. Den Gefallen tat hier Bochum aber nicht den Gästen. Stattdessen mal ein Schuss aus 16 Metern. Dani Olmo auch nicht so schlecht. Und Dani Olmo, als der reingekommen ist gegen die Hertha, das war ein Wahnsinn, was der da gezeigt hat. Hier auch ein guter Schuss. Aber Manuel Riemann ist einfach ein richtig guter Rückhalt für den VfL Bochum. Wir gingen so langsam auf die Schlussphase zu und der VfL Bochum, er war hellwach und hatte noch Lust und ging nicht nur auf den einen Punkt, sondern auf den Führungstreffer. Und in der 78. Minute war Jürgen Locadia da genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und er machte das 1:0. Leipzig jetzt mit Wut im Bauch, aber viel Zeit blieb nicht mehr. Silva mit der letzten großen Chance in der 87. Spielminute. Unter Gegnerdruck gegen die Laufrichtung platziert. Aber dann ist es doch wieder Manuel Riemann und er sichert den VfL Bochum die nächsten überraschenden, aber nicht unverdienten 3 Punkte gegen RB Leipzig. Der FC Augsburg spielt
eigentlich ganz gerne gegen den BVB, vor allem zu Hause, da geraten die Schwarz-Gelben regelmäßig unter Druck. Jetzt war es am Sonntagabend der Abschluss des 24. Spieltags und der FC Augsburg, er hatte sich einiges vorgenommen. 7. Minute, Großchance, Vargas, Niederlechner, kannst du ja eigentlich selber machen, legt aber nochmal quer, trotzdem gute Chance, die bei rumkommt, aber Kobel ist rechtzeitig unten. Der BVB aber auch nicht so verkehrt. Reus, Haaland. Das überraschte doch die meisten, dass der nun doch im Startaufgebot vor allem stand. War nicht mal mit nach Glasgow gereist, wohl als ja, absolute Vorsichtsmaßnahme. Da stand die Bundesliga dann doch in der Priorität weiter oben. Bellingham von Haaland bedient nach einer halben Stunde. Hätte es mittlerweile eigentlich die Führung für den BVB geben müssen. Aber Rafael Gikiewicz machte das hier gut. Der Abschluss von Bellingham aber auch nicht so platziert. Kurz vor der Pause noch einmal der BVB. Reus zu Haaland. Sollte bis dahin aber noch nicht klappen mit der Führung. Dabei blieb es auch fürs Erste nach 45 Minuten stand es 0:0. Die Vorteile lagen mittlerweile aber klar beim BVB. Etwas über eine Stunde gespielt. Haaland, Reus. Haaland setzt sich da irgendwie durch. Kriegt den Ball aber einfach nicht rein. Nicht vorbei an Gikiewicz, klar. Hier ist es auch ein sehr spitzer Winkel, aber wie er sich da durchsetzt, das war schon der pure Wille, ein Tor zu erzielen. Vom Augsburger Sturm nichts mehr zu sehen. Sie waren nur noch in der Defensive beschäftigt und die Chance von Meunier und in Kombination mit Mats Hummels. Doch am Ende ist wieder Gikiewicz der Sieger. Aber die Standards, sie wurden gefährlicher. 82. Minute, die Augsburger Fans, sie versuchten es nochmal, aber ihre Mannschaft kam nicht mehr wirklich nach vorne. Reus vom Gästeblock. Reus vom Gästeblock bringt den Ball rein auf Axel Witzel und der Ball liegt im Tor. 0:1, die Geduld zahlt sich aus. Da setzt sich der Belgier gegen zwei Augsburger durch. Gikiewicz bekommt den Ball erst hinter der Linie zu fassen. Extrem ärgerlich für den FCA. Verdient war es, aber natürlich. Und in der 86. Minute gab es auch schon die Entscheidung durch Jude Bellingham. Der trifft zum 0:2 und entscheidet eben damit dieses Spiel zugunsten des BVBs. Geht vollkommen in Ordnung. Es war von den Fuggerstädtern wieder etwas zu wenig. Ja, hier seht ihr die Ergebnisse und die daraus resultierende Tabelle im Überblick. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und adios.